das etwas, was sein könnte, dass das sein großes Ziel ist, Wladimir der Große? Nein, ich glaube, man kann sehr vieles über ihn sagen, sehr viel Schlechtes. Ich glaube nicht, dass er besonders eitel ist. Ich glaube, er wäre bereit, die Macht auch abzugeben, wenn er eine gute Lösung hätte. Und zu seinen Dilemmata gehört, dass er keine Nachfolge hat. Er ist einmal gescheitert, aus seiner Sicht jedenfalls, mit Medvedev als Platzhalter, als er noch versuchte, die Verfassung mehr einzuhalten. Mit dem war er nicht zufrieden, der wurde dann auch abgehalftert, der war zu schwach. Daraufhin hat er die Verfassung so geändert, dass er weitermachen kann, weil er nicht weiß, wem sollte er das übergeben. Es geht ihm in der Tat um die Größe Russlands, um seine Macht, um seine Bedeutung. Mhm. Nicht? Der Retter des Abendlandes, das dritte Rom, dieser ganze Zirkus, der da erzählt wird, in einer völlig verquasten Geschichtssicht in der Tat. Es geht ihm nicht so sehr um sich selbst. Das glaube ich nicht.